Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Wir sind aktuell dabei, uns dran zu machen, die Studenten zu retten. Was hatten wir jetzt hier? Durchschlagsmod, den nehmen wir. Und hab hier größeres Mac oder so. Genau, perfekt, bestätigen. Rüsten uns gerade mal noch aus. Was ist hier noch möglich? Oh, Gewicht ist ja voll drüber. Ah, wir sind gewichtsmäßig voll drüber. Und dann mache ich mal den Mod wieder weg. Mods wiegen offensichtlich auch was. Ja, das ist ja ein bisschen doof. Wir könnten auch die ganze Pistole wegmachen. Aber Aufladetempo minus 4 kann man womit leben. Komm. Das ist nicht so schlimm. Dann scheinen Mods doch nichts zu wiegen. So und so. Ja, Mods wiegen nichts. Okay. Ja, sind wir ein bisschen übergewichtig. Aber da kannst du mit leben. Das passt schon. Okay. Zurück und bestätigen. Wie ist es denn eigentlich bei den Jungs hier? Kann ich euch auch Mods draufpacken? Die gleichen? Offensichtlich ja. Bestätigen. Das ist ja cool. Mods scheinen mehrfach verwendbar zu sein. Das ist cool. Und dann haben wir noch die gute Edie. Mit was kämpft sie? Sie hat einfach zwei Pistolen am Start. Und bei der machen wir auch noch ein paar Slots dran. Sehr schön. Bestätigen. Dann Level Up. Erst er hier, automatischer Stufenanstieg. Dann Edie. Automatischer Stufenanstieg. Und dann sind wir mal wieder dran. Wir haben 11 Punkte. Fitness. Etwas mehr Fitness wären wir doch ganz recht. Was haben wir denn hier? Erhöht den Nahkampfschaden. Erhöht Gesundheit und Schildbonus um 25%. Kostet 6. Gönnen wir uns natürlich. Damit sind wir hier fertig. Wir haben noch 5 Punkte über. Verbrennung. Das nutze ich ja ganz gerne. Können wir mal gucken. Kostet 4, haben wir. Erhöht Schaden um 30%, erhöht Wirkungsradius um 2 Meter. Was kommt dann? Aufladetempo, erhöht Schaden 8 Sekunden lang zusätzlich um 40%. 2 Meter Radius, natürlich cool. Ich glaube, ich erhöhe den Radius. Juti, bestätigen. So, ab geht's in der Basis. Ich bin gespannt. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier ist Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Gibt's Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Nun kann das los! Pass uns gut auf für Norman, die auf, Joker! Okay, die Einrichtung sieht interessant aus. Hast du ein bisschen was Sektenartig? Oh. Komm und hol mich! Joker hat Spaß. So ein bisschen Star Wars Vibes kommen da schon, Shuttle, oder? Shuttle in Position halten, wir kommen zurück. So Leute, dann mal los. Ich bin gespannt. Edie, Alter, wie geil ist das, dass die mit dabei ist? Ich find's so cool. Okay, sieht ja interessant aus. Okay. Wir wechseln mal auf diese Sniper. Ich bin sehr gespannt, wie die ist. Die macht wohl ordentlich Rabums. Das ist so ein... Ich bin ja eher... Ja. Ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen.
geschossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Wir kümmern uns drum. Holy shit, das explodiert! Sind die in ihre Einzelteile zerexplodiert? Ach du Scheiße, alles klar. Okay, was für ein geiles Apparat. Apparillochen, Apparätchen, Gerätchen. Sie scheint wohl da drin zu sein. Das war gerade ein bisschen unerwartet. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären die Beste. Und die brauche ich auch, denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Was ist mit Anderson? Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Das wird auf jeden Fall gemacht. Was ist mit den Studenten? Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Danke dir. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Versuchen Sie das. Wir legen los. Ich habe jetzt einen Explosionssniper. Jetzt gibt's ja keinen Stress mehr. Edi, was ist los? Achso. Okay. Dann wollen wir mal. Ich öffne die Tür für Sie. Sie Dankeschön. Führen in die Orionhalle. Okay, ja, die schleifen den einfach so hinter sich her. Das ist jetzt nicht unbedingt nett, sag ich mal, ne? Also, das ist nicht die feine Art, sag ich jetzt mal, ne? Also, das ist mal gar keine Art. Erleiden Verluste. Die zerexplodieren aufs Übelste. Hallo, ich bin's, Kollege. Hallo. Es könnten noch mehr in der Nähe sein. Stellen Sie sich tot, bis es sicher ist. Dann gehen Sie zu Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Ich suche nach ihr. Keine Sorge, wir werden Sean finden. Bei Sean muss ich an... Heavy Rain denken. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Da heißt doch der Sohn auch Sean. Und da muss man den in so einem Kaufhaus suchen und der Papa rennt dann da rum und ruft immer nach ihm. Sean! Und das ist auf Deutsch so fürchterlich schrecklich übersetzt. Also so ganz schlimm. Übersetzt ist das falsche Wort, ist ja nur der Name, aber es ist halt einfach cringe. Na, komm her. Hier kommen wir her, okay. Sie brauchen uns und wir brauchen sie. Hausaufgabenkorrektur. Gegner ohne Schild nähert sich auf 2 Uhr. Gegner mit Schild nähert sich auf 12 Uhr. Beide sind mit schweren Pistolen bewaffnet.
Effektivste Methode, sie auszuschalten. Ihre Antwort, Schockwelle. Korrekte Antwort, Singularität, gefolgt von Warp. Kommentar des Ausbilders, Schockwelle gegen Gegner mit Schild, nicht effektiv. Ihre Barriere hält gegen schwere Pistolen lange genug, damit eine Singularität beide erwischt. Dann Warp auf das instabile biotische Feld, das die Singularität erzeugt hat. Löst Explosion aus, die beiden Gegner neutralisiert. Hier wird man richtig, hier lernt man richtig, hat uns sogar 20 Erfahrungspunkte gegeben, sehr schön. Selbst Commander Shepard lernt hier noch was. Ausgezeichnet. Man lernt auch nie aus, deswegen ist egal wie alt man ist, du lernst immer was. Ich bin Kühlkörper hier am Start. Oh, hier brennt ein bisschen. Das ist korrekt. Grüße. Persönliches Log. Fortschritt der Studenten. Die Kinder werden bei der ganzen Scheiße immer besser, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir genug Zeit haben werden, um diese Sache durchzuziehen. Und ohne viel mehr Training können sie da draußen einfach nicht überleben. Nicht ohne jede echte Erfahrung im Feld. Ich gebe mein Bestes, um sie vorzubereiten. Hätte nie gedacht, dass mir mal so viel an jemandem liegen würde. Ich werde nicht zulassen, dass ihnen jemand etwas antut. Diese Kinder gehören mir. Mir! Okay, das ist schon fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also, ne? Fürsorglichkeit hin und her, aber... Mal sehen. Ihr denn jetzt her? Oh, oh. Leute, ich stehe scheiße. Was ist der? Shepard soll in Deckung gehen, macht er nicht. Sie? Zack! So ein Centurio ist da am Start. Nachladen, Shepard. War's das? Okay. Generator. Ach, da sind Schilder. Mal sehen, Achtung. Boom. Dann wären die Schilder ausgegangen. Ah, ist das jetzt deine Schwester? Ist sie jetzt gestorben, weil ich zu langsam war? Bitte nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass sie das ist. Das würde mich traurig stimmen. So, erstmal nochmal gucken, ob auf dieser Seite noch was ist. Natürlich ist hier noch was. Ich sage euch, es lohnt sich immer. Weiter mitnehmen, aber nicht ausrüsten. Lohnt sich immer, sich umzugucken. Ohne Spaß. Ergebe mich gar nicht, Leute. Nicht von euch. So viele Waffen, Alter. Was ist denn hier los? Bleiben Sie zurück. Ich. Ganz entspannt. Wenn Sie sie retten wollen, handeln Sie rasch. Das würde uns allerdings aufhalten. Ja, das macht nichts. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe Ihren Bruder gerettet. Er ist bei Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Bitte, bitte. Wir verstehen, dass Sie Angst haben. Gut, die beiden haben wir befreit, das ist schon mal schön. Genau, Allianz-Propaganda, man kennt's. Okay. Gehen wir mal nach da hinten weiter. Ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei Ihnen, aber Sie halten nicht mehr lange durch. Ich geh gucken. Die Orionhalle, da sind wir doch auch schon. Was für ein Zufall. Okay, rein in die Orionhalle. Oh mein Gott. Friss das! Wow! Hey, da... Jack? Jack! Shepard. Das war ihr Brief mit dem Mia. Oh oh. So ein dicker Mech am Start. Das ist nicht eure Liga. Befreien Sie uns davon! Ja, danke! Gerne! Die Stud-
Studenten sind Feuer, Feuer, Feuer. Wir brauchen Unterstützung. Immer drauf da, Leute. Den haben wir gleich. Wunderbar, ich denke, das war's auch schon. Mit meiner super, super Exp. Machen wir. Oh. Der Zenturi ist hinüber, noch einer. Geil. Kaylee hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich die Pfadfinderkönigin auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder isst einen Energieriegel. Weiter in 5. Schön, sie wiederzusehen. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Ich weiß. Damit sagen sie mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Schuldgefühle. Scheiße, das wird sich ja alle beruhigen, die Cerberus schon umgelegt hat. Jacks Persönlichkeit hat sich kaum verändert. Hey Edie, cooler Körper. Jetzt sind sie ein Sexbot, kein Sexspielzeug. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Gut. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während sie die Heldin gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez an Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Ma'am. Shepard an Sanders. Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Okay. Cerberus-Laptop finden. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Alles klar, so. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Ich will erstmal ein bisschen mit dir reden, Ihre Studenten und der Krieg. Wie verarbeiten die Studenten den Krieg? Was glauben Sie? Das ist ein Haufen Teenager. Bis vor einigen Monaten ging es ihnen nur darum, Sex zu haben. Und die sind bereit für den Krieg? Sie haben wohl kaum eine Wahl. Zweifeln Sie an ihnen? Dann sind diese biotischen Artillerieangriffe... theoretisch eine tolle Sache. Mit etwas Erfahrung kriegen sie es vielleicht hin. Aber... als Unterstützung wären sie besser. Hilfe aus der zweiten Reihe bei Barrieren und so. Ich weiß auch nicht. Haben Sie ihnen das gesagt? Nein. Sie müssen überzeugt sein, dass ich an sie glaube. Das habe ich aus Ihren Ansprachen gelernt. Die neue Jack. Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Ja, ich habe das auch an dem Zettelchen da gesehen. Du bist schon ganz gut dabei. Biotiktrupp. Warum sind diese Studenten so wertvoll? Biotisch meine ich. Was ist schlimmer als ein wütender biotischer Angreifer? Eine Gruppe davon, die zusammenarbeitet. Wie ein biotischer Artillerieangriff. Wir reißen jedes Arschloch einfach in Fetzen. Wie auf Pragia? Wollten Sie nicht auf Pragia genau das endgültig unterbinden? Nein, und das wissen Sie. Cerberus hat auf Pragia Kinder gefoltert. Meine Studenten sind älter und freiwillig hier. Und Schmerzen gibt's nur für die bösen Jungs. Okay. Alles klar, wir machen dann erstmal weiter. Bleiben Sie hier, wir bringen Sie raus. Gut.
Gut, meine Lieben, wir machen jetzt aber auch erstmal einen kleinen Break und ich bringe euch hier raus. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.